Kaiserin Zita, die letzte Kaiserin Österreichs, war eine Gestalt aus einer anderen Zeit. Sie wuchs in den letzten Jahren einer Epoche auf, in der Monarchien über Europa herrschten und in der Abstammung und Heirat noch entschieden, wer ein Land regierte. In den 2 Jahren, in denen sie neben Kaiser Karl dem I. auf dem österreichischen Thron saß, wurde sie Zeugin davon, wie diese Weltordnung zerfiel. Sie war engste Vertraute und Beraterin ihres Mannes, dessen Todestag sich am Freitag zum 100. Mal jährt. Kämpferisch weigerte sie sich zunächst abzudanken, zog schlussendlich aber doch mit ihrem Ehemann ins Exil. Ihr Leben danach war gezeichnet vom Tod ihres Mannes, der Erziehung ihrer Kinder und dem Kampf um die Rückkehr nach Österreich. 1982 war es dann soweit, die 90-Jährige kehrte nach 63-jährigem Exil ins Land zurück. Zita, Österreichs letzte Kaiserin, gilt als tragische und zwiespältige Figur. Manche sehen in ihr die wahre Strippenzieherin am Kaiserhof am Ende der Monarchie. Welchen Einfluss hatte sie wirklich, als der Doppeladler unterging? Sie ist sicher diejenige, die die Politik der letzten 2 Jahre der Monarchie maßgeblich nicht nur beeinflusst, sondern wirklich auch gelenkt hat. Alles, was politisch war, geht gar nichts auf mich zurück. Aber gar nichts. Man hat also gemeint, dass sie den Karl beeinflusst hätte, der wie ein Pantoffelheld ihr nachgegeben hat. Der Kaiser hat seine eigenen Ideen gehabt und diese Ideen waren wohlfundiert und hat er nicht meinen Rat gebraucht. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass Kaiser Karl sehr wohl die zweifellos sehr hohe Intelligenz seiner Frau zu schätzen gewusst hat und sie deswegen auch informationsmäßig mit in alles eingebunden hat. Gott erhalte, Gott beschütze, unseren Kaiser, unser Land. Am 1. April 1989 erklang in Wien noch einmal die alte Kaiserhymne. An diesem Tag wurde Zita, die letzte österreichische Kaiserin, zu Grabe getragen. Wer begehrt Einlass? Zita, die Kaiserin von Österreich. Gekrönte Königin von Ungarn, Königin von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien. Königin von Jerusalem, Erzherzogin von Österreich. Das Begräbnis wird zu einem historischen Erinnerungsevent. Noch ein letztes Mal entfaltet die Habsburger Monarchie ihren alten Glanz. Wer hätte je gedacht, in Wien noch einmal Zeuge eines kaiserlichen Begräbnisses zu sein? Bei der Kaiserin Zita war das natürlich etwas, was ja in einer Tradition stand. Sie war immerhin die letzte regierende, also als Ehefrau mitregierende, kann man sagen, Herrscherin Österreichs und gekrönte Königin von Ungarn. Man hat sich auch von habsburgischer Seite natürlich sicherlich erwartet, dass jetzt dieses Begräbnis Zitas, nicht? Also die letzte Kaiserin wird in traditioneller Weise in der Kapuzinergruft begraben, dass das dazu führt, dass man sozusagen einen Aufschwung der monarchistischen Ideen oder des Images des Hauses Habsburg hat, der relativ gering ausgefallen ist. Im neuen Europa der Nationen war Zita nie angekommen. Sie weigert sich zeitlebens, eine Verzichtserklärung auf den österreichischen Thron abzugeben. Daher kann sie erst 1982, nach 63 Jahren im Exil, in ihre ehemalige Heimat zurückkehren.
Hochintelligent, ehrgeizig, energisch, willensstark und unbeugsam. So beschreiben Zeitgenossen Zitas Charakter. Zu Kaiserin Zita spontan fällt mir ein, das Bild einer eigentlich sehr gebrechlichen alten Frau, so habe ich sie zum ersten Mal wahrgenommen, die aber eine unglaubliche Energie hatte bis zum Schluss und einen Ehrgeiz und einen Willen, der sie doch zu einer sehr außergewöhnlichen Persönlichkeit gemacht hat. Eine eiserne Frau manchmal. Sie war sicherlich eine Frau, die eine ganz andere Rolle gespielt hat als die Herrscher. Gattinnen in früherer Zeit. Dazu kommt noch, dass natürlich das Land in einer ganz schwierigen Situation war, als Karl und Zita die Herrschaft übernommen haben, mitten in einem Krieg, der eigentlich schon verloren schien oder verloren war. Ich will Ihnen sagen, ich habe sie zutiefst respektiert. Das ist mehr, wie sie geliebt zu haben. Das ist ganz was anderes. Das ist jemand gewesen, wenn sie etwas gesagt hat, war es. Es wäre mir nie im Gedanken eingefallen, meine Großmutter zu duzen. Die wurde immer gesiezt, das ist ganz klar, weil sie eben eine Respektsperson war. Sie war ja jemand, der unheimlich viel Charisma hatte. Das heißt, man hat wirklich physisch gespürt, wenn sie in einen Raum hereingekommen ist. Und deswegen hat sie auch sehr viel Respekt erheischt, würde ich einmal sagen. Und es war für uns ganz klar, dass wir dies ihr gegenüber auch gezeigt haben. Zita von Bourbon-Parma wird 1892 in Pianore bei Lucca in Italien geboren. Sie wächst gemeinsam mit ihren Geschwistern mehrsprachig auf. Ihre Erziehung ist von streng katholischen Grundsätzen geleitet. Ich hatte in meiner Familie eine ungemein fröhliche und glückliche Kindheit. Wir waren 24 Geschwister, das heißt, drei davon waren schon früh gestorben. Das hat eine sehr fröhliche und lustige Schar abgegeben. Bis zum Alter von 10 Jahren ungefähr haben wir zu Hause gelernt. Zu Hause, das war die Hälfte des Jahres in Österreich, die Hälfte des Jahres in Italien. Meine Familie ist französisch. Ich bin geboren in Italien. Meine Mutter Portugiesin, meine Großmutter Deutsche. Das hat gemacht, dass wir eine rechte Mischung waren, wie es halt bei uns in Österreich doch viel der Fall ist. Schon lange vor Zita gab es Verbindungen zwischen den Häusern Habsburg und Bourbon Parma. 5 Kinder Maria Theresias schlossen bourbonische Ehen. Eine Tochter heiratete nach Parma. Kaiserin Zita ist damit auch eine direkte Nachkommin Maria Theresias. . 1911 heiratet sie Erzherzog Karl von Österreich. Zita und Karl kennen sich seit Jugendtagen. Die Vermählung ist zwar durch die Familien arrangiert, doch es ist eine Liebesheirat. Sie lässt die Dynastien von Habsburgern und Bourbonen noch enger zusammenrücken und ein letztes Mal in vollem Glanz erstrahlen. Kaiser Franz Josef war dazu gekommen, Erzherzog Franz Ferdinand ebenfalls. Und es war ein sehr schönes und sehr freudiges Fest, das wir dort verbrachten. Mit Kaiser Franz Josef war das Verhältnis natürlich sehr warm und sehr glücklich. Denn er war wirklich wie ein Vater für uns. Er liebte seinen Großneffen sehr und infolgedessen hatte er mich ganz dazu adoptiert. Schon als ich mich vorstellte bei ihm als Braut, war schon früher vorgestellt worden, aber als Braut nahm er mich so herzlich auf, wie man sich nur vorstellen kann. Und da war keine Spur von Fernsein oder von Zurückhaltung, sondern wirklich wie ein Vater die Tochter im Haus aufnimmt. Sie war eine wirklich durchaus energische, geradlinige Frau, das war es immer. Man hat nie daran gedacht, dass aus der Perspektive jetzt der Kinder, dass sie irgendwie etwas abweichen könnte. Sie war das. Sie war ein Felsen.
Sie war sicherlich ein distanter Mensch. Ja? Ich meine, darum rede ich auch sehr viel vom Respekt, den ich ihr gegenüber entgegengebracht habe. Wobei ich das in keinster Weise negativ meine. Ich meine das absolut positiv, aber sie war kein emotionaler Mensch in dem Sinne. Man muss sich mal vorstellen, was die Frau geschichtlich alles durchgemacht hat und historisch alles durchgemacht hat. Die Zeit des Exils nach dem Ersten Weltkrieg. Mann verloren in Madeira, 8 Kinder großgezogen, im Exil, mit all den Schwierigkeiten, die es gegeben hat. Das prägt jemanden natürlich, das ist ganz klar. Und dass das vielleicht auch eine gewisse Unnahbarkeit mit sich bringt und dass das möglicherweise auch eine gewisse Form der Selbstverteidigung ist, das Urteil überlasse ich lieber jemand anderem. Im Juni 1914 genießen Zita und Karl ein angenehmes Leben, als sie eine Nachricht erreicht, die nicht nur ihr Leben, sondern auch den Lauf der Welt für immer verändern sollte. Am 28. Juni 1914 hat der bosnische Student Gavrilo Princip in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Frau erschossen. Mein Gott! Waren die beiden sofort tot? Der Zündfunke für den Ersten Weltkrieg macht Karl zum Thronfolger. Und die Mörder, hat man die gefasst? Er wird der Nachfolger von Kaiser Franz Josef werden. Ein Serbe. Um Gottes Willen. Aufgebahrt waren die beiden in der Hofkapelle der Burg. Von dort aus ging dann nachher der Kondukt weiter. Die Beisetzung war prachtvoll. Die Bevölkerung nahm einen enormen Anteil. Das Kaiserhaus war zur Gänze dort. Und es wurde da so sichtbar, wie beliebt sowohl der Erzherzog Franz Ferdinand als wie die Herzogin von Hohenberg in der Familie immer gewesen waren. Im November 1916 erfüllt sich das Schicksal für den 29-jährigen Karl und seine 5 Jahre jüngere Frau Zita. Der greise Kaiser Franz Josef stirbt und Karl wird sein Nachfolger. Als wir aus dem Sterbezimmer herauskamen, kam Prinz Lobkowitz, der Kammervorsteher vom Kaiser gewesen war, bis dorthin, ihm entgegen und Tränen in den Augen, machte ihm ein Kreuz auf die Stirne und sagte: Gott schütze Sie, kaiserliche Hoheit. Amen. Und damit war zum ersten Mal dieser Titel Kaiser Karl verliehen worden. Was für eine furchtbare Verantwortung jetzt auf meine Schultern lastet. Du bist jetzt Kaiser, Karl. Und ich bin an deiner Seite. Alles andere liegt in Gottes Hand. Es änderte sich mein Leben vollständig mit der Regierungsübernahme, da ich jetzt Landesmutter geworden war und daher diese ganzen Schwierigkeiten und die ganzen Nöte auf meine Schultern ebenfalls geladen war. Das kam besonders zur Geltung durch die herrlichen Gebete und Exhortationen bei der Krönung. Und die hatten sich mir tief in meine Seele gegraben. Die Krönung war ein wunderbares Ereignis. Die Königin mit dem Kronprinzen in einem gläsernen Galawagen. Es war wirklich ein wunderbares Bild. Als die Krönung fertig war, ritt der König auf seinem weißen Pferd auf den sogenannten Krönungshügel. Das ist ein Hügel, der errichtet worden war mit der Erde von ganz Ungarn. Es war sehr ein schönes Bild und der kleine Kronprinz war derartig begeistert, dass man seine helle Stimme über den ganzen Platz hörte. Die rief Papa, Papa und die Leute drehten sich alle gegen den Balkon und freuten sich und winkten ihm zu. Die Beliebtheit des jungen Kaiserpaares war am Anfang enorm. Karl und Zita machten sich auf zu einer Rundreise durch die Kronländer. Eine Kaiserin hatte die Bevölkerung schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Musik.
Dieter war bei allen Anlässen an der Seite ihres Karl. Am liebsten auch noch mit den Kindern, um die Inszenierung perfekt zu machen. Kaiser Karl war der erste Kaiser, der sich wirklich einen eigenen PR-Mann engagiert hat. Das war Karl Werkmann, ein Journalist, der eigentlich Räumlichkeiten, Büros auch in der Hofburg bekommen hat, mit Filmleuten, Fotografen, also eine riesige Entourage hatte und nichts anderes zu tun hatte, als eigentlich das Kaiserpaar gut dastehen zu lassen, was ihm überhaupt nicht gelungen ist. Also da war er offensichtlich nicht der Richtige. Zita war diejenige, die sehr wohl Bescheid wusste, natürlich um die Macht der Bilder. Nicht umsonst hat sie auch darauf bestanden, ihren Mann immer zu begleiten, immer in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Das war ihr wichtig, um zu signalisieren, dass sie an der Seite ihres Mannes steht, dass sie seine Sache, seinen Weg, seine Politik unterstützt. Abgesehen davon war das ja auch kein Zufall, denn sie war ja die treibende Kraft. Sie hat ja immer eigentlich vorgegeben, was zu sagen ist, was zu tun ist. Also sie war ja diejenige, die das auch gelenkt hat. Also sie hat da maßgeblichen Einfluss natürlich gehabt. Dass sich den Kaiser überall hin begleitete, mag wohl einigen merkwürdig vorgekommen sein. Aber der Grund war, dass die Bevölkerung nicht mehr daran gewohnt war, einen Kaiser mit der Begleitung zu sehen. Und die Kaiserin eben nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden war. Ich aber habe den Kaiser begleitet, so viel ich konnte, überall, wie jede Österreicherin das mit ihrem Mann gemacht hätte, wenn er sich in Gefahr befand oder wenn sie ihm helfen konnte. Daher waren meine Züge überall durch die Monarchie von dieser Idee begleitet. Die Bevölkerung war am Anfang begeistert, ein junges, fesches, engagiertes Kaiserpaar, das mit Elan und Frische an die Tat geht und vor allem die drängenden Fragen anspricht. Das haben sie sehr wohl gemacht. Die Frage der Ernährung. Es hat schon große Hungersnot geherrscht in dieser Zeit, 1916. Das heißt, da haben sie die richtigen Fragen angesprochen und natürlich immer wieder zu betonen, sie möchten Frieden schließen. Kaiser Karl hatte außer der Kriegsführung und außer der Regierung des Staates als solches, musste er den Frieden herbeiführen. Der Krieg bedroht die Zukunft der Dynastie. Mit jedem Tag werden die Opfer an den Fronten größer. Während die deutschen Bündnispartner unverändert an einen Sieg am Schlachtfeld glauben, will Kaiser Karl zumindest für Österreich einen schnellen Frieden erreichen. Doch das ist mit Deutschland nicht zu machen. Karl muss den Alleingang wagen. Karl ist mit sehr viel Elan und jugendlicher Frische 1916 an den Thron gekommen. Es hat sich aber sehr schnell gezeigt, er hat nicht die Persönlichkeit, die Kraft als Kaiser, die wichtigsten Fragen eigentlich nicht nur anzugehen und zu thematisieren, sondern auch Lösungen zu suchen. Und eigentlich die treibende Kraft dahinter war seine Frau Zita, die von allen Zeitgenossen unisono als die intelligentere, energischere und als diejenige beschrieben wurde, die von Anfang an eigentlich das Heft in die Hand genommen hat und ihren Mann nicht nur beraten hat, sondern eigentlich auch den Weg vorgegeben hat. Unser Menschenmaterial, unser Nahrungsmaterial und alles, was dazu notwendig war, um einen Krieg zu führen, war erschöpft oder nahezu völlig erschöpft. Es war klar, dass wir keinen Winter mehr überleben würden. Daher war die Notwendigkeit, einen Frieden um jeden Preis zu erringen, das Notwendigste, das Wichtigste. Zita ist in diesen schwierigen Tagen Karls größte Stütze. Mit ihr teilt Karl selbst die geheimsten Überlegungen. Schau, das neue Memorandum von Janine. Gedanken zur Beendigung des Krieges. Ich halte es für höchst aufschlussreich. Was schreibt er? Dass wir untergehen, wenn wir weiterkämpfen, mit mathematischer Gewissheit. Wir sollten die geschlagenen Wunden akzeptieren, auf Gebietsgewinne verzichten und Frieden machen.
Das ist meine Rede. Die Entente ist nicht zu schlagen. Ich habe meine Mutter gebeten, mit meinen Brüdern in Kontakt zu treten. Dann werden wir wissen, was die beiden für uns tun können. Es stimmt, dass er auch von den österreichischen Politikern, allen voran Außenminister Janin, sehr wohl auch, da gab es viele Besprechungen, dass man eigentlich die verwandtschaftlichen Beziehungen über Zita mit ihren Brüdern Sixtus und Xavier, die ja in der französischen belgischen Armee gedient haben, dass man diese verwandtschaftlichen Beziehungen doch nützen sollte oder könnte, um quasi heimlich einmal mit den Franzosen einen quasi separat Frieden zu besprechen. Karl kennt Zita von Kindesbeinen an. Ebenso wie ihre 6 Brüder. Sie sind mit Karl befreundet. 2 davon, Sixtus und Xavier, sollen nun auf Vorschlag Zitas Friedensfühler in Richtung Frankreich ausstrecken. Die Bourbonenprinzen sind Mitglieder von Frankreichs ehemaliger königlicher Familie und damit aus Karls Sicht ideale Mittelsmänner. Auch wenn sie in der Republik offiziell keinen Einfluss mehr haben, so verfügen sie doch über beste Kontakte zum französischen Präsidenten. Diese Bande der Familie nach allen Seiten hin war natürlich eine große Erleichterung im allgemeinen Verkehr, trotz des Krieges und trotz aller Schwierigkeiten. Im März 1917 kommen Sixtus und Xavier als Abgesandte Frankreichs bei Schloss Luxemburg an. Niemand darf wissen, dass sie hier sind, da die deutschen Bündnispartner nicht eingeweiht sind. Karl. Mein lieber Sixtus, servus. Es freut mich. Xavier, Karl. Meine Herren. Es geht um ein konkretes Angebot, das Österreich-Ungarn einen Separatfrieden, zumindest mit Frankreich, ermöglichen soll. Gelingt der Friedensschluss, hat die Habsburger Monarchie vielleicht noch eine Zukunft. Scheitert er, ist alles vorbei. Das war der Ausgangspunkt für die berühmten Sixtus-Briefe. Auch hier war Zita federführend. Es gibt das Tagebuch des Vertrauten Graf Erdödit. Das war derjenige, der die Briefe dann auch den Brüdern übergeben hat und heimlich in die Schweiz gefahren ist. Und Graf Erdödit schreibt in seinem Tagebuch ganz eindeutig, dass sie da in Luxemburg unter der Platane gesessen sind. Und ihre Majestät, also Kaiserin Zita, hat Karl quasi den Brief diktiert. In dem historischen Brief bietet er Frankreich und damit auch England hinter dem Rücken Deutschlands einen Frieden mit der Habsburger Monarchie an. Und? Kommst du voran? Zita gilt bis heute als Drahtzieherin hinter der Affäre. Alles, was politisch war, geht gar nichts auf mich zurück. Aber gar nichts. Der Kaiser hat seine eigenen Ideen gehabt. Und diese Ideen waren wohlfundiert und hat er nicht meinen Rat gebraucht, um die irgendwie zu ändern. Wirklich nicht. Alle führenden Politiker der damaligen Zeit, jeder, der jemals bei Kaiser Karl in Audienz war, egal wer es war, hat in Briefen, in Tagebüchern, in Memoiren festgehalten, dass Zita nicht nur im selben Zimmer gesessen ist und zugehört hat, sondern wenn Kaiser Karl irgendwie in eine Richtung inhaltlich abgebogen ist, die ihr nicht gepasst hat, hat sie ihn sogar genommen, aus dem Zimmer hinausgeführt. Nach 20 Minuten sind sie zurückgekommen. Karl hat exakt das Gegenteil von dem gesagt, was er vorher vertreten hat. Das ist natürlich eigentlich nicht sehr gut angekommen. Es war ungeschickt. Es ist ja nicht so, dass man etwas dagegen gehabt hätte, dass sich eine Frau in die Politik einmischt. Das war nicht das Problem. Es gab genug Ehefrauen oder Partnerinnen von Habsburgern, die sich sehr wohl in die Politik eingemischt haben und auch die Starken im Hintergrund waren, die ihre Männer beraten haben. Das hat jeder gewusst. Zita und Karl haben aber den großen Fehler gemacht, dass Karl dabei schwach ausgesehen hat. Und das war in dieser Zeit ein fatales Signal, weil er mehr und mehr verloren hat an Vertrauen. Man hat ihm einfach auch nicht mehr geglaubt. Und das war in diesen schweren Zeiten eigentlich eine dramatische Situation. Im April 1918 fliegen Kaiser Karls geheime Verhandlungen mit Frankreich auf. Sogar Karls Luxemburger Brief wird in der Presse veröffentlicht. Es ist ein Desaster.
Kaiser Karl steht damit vor den deutschen Verbündeten als Lügner und Verräter da. Letztendlich muss sich Österreich-Ungarn vollständig der deutschen Kriegsführung unterwerfen. Sogar Karls Verzicht auf die Herrscherrechte steht kurzzeitig im Raum. Kaiserin Zita kann ihn zwar überzeugen, weiterzumachen, doch Karl spürt, dass das Ende näher kommt. Das Ganze war also Geheimdiplomatie und etwas dilettantisch gemacht, um es einmal vorsichtig zu sagen, und hat natürlich dann einen Rückschlag auch auf die Popularität sowohl Karls als auch natürlich Zitas, vor allem Zitas, gehabt. Nicht? Also die italienische Seite von ihr wurde da besonders hervorgehoben und man hat also gemeint, dass sie also jetzt sozusagen sie den Karl beeinflusst hat, der wie ein Pantoffelheld, das hat ein Zeitgenosse gesagt, also ihr nachgegeben hat. Nicht? Also das hat natürlich auch wieder einen eher negativen Einfluss auf das Image der Kaiserin Zita gehabt. Ich glaube, dass der Einfluss völlig überbewertet wird, weil man natürlich sagen muss, wir schauen heute geschichtlich viel zurück auf die Darstellung von Kaiserin Zita und Kaiser Karl aus der Kriegszeit. Und da ist natürlich, da müssen wir davon sagen, das ist 90% Propaganda und maximal 10% faktische Darstellung. Sie war natürlich für alle Gegner von Kaiser Karl, war sie der ideale Reibebaum, weil sie natürlich ein Feindbild darstellen konnte für jeden, den man sich irgendwie gerade eben vorgestellt hat. Für die einen war sie eine Italienerin, für die anderen eine Deutsche, für die anderen eine Französin. Man hat sie als alles darstellen können, wenn man sie negativ darstellen wollte. Das hat natürlich der Realität sicherlich nicht entsprochen. Auf der einen Seite war sie mit Sicherheit extrem vorsichtig, um nicht irgendwie einzugreifen in die Entscheidungsfindungen von Kaiser Karl. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass Kaiser Karl sehr wohl die zweifellos sehr hohe Intelligenz seiner Frau zu schätzen gewusst hat und sie deswegen auch informationsmäßig mit in alles eingebunden hat. Aber sie ist jemand, die protokollarisch und wissensmäßig so ausgezeichnet war, dass sie sicherlich großen Wert immer drauf gelegt hat, nicht in die Entscheidungsfindung mit einzugreifen, aber als positiver und guter Ratgeber zu wirken. Wenn ich mir vorstelle, die Rolle, die sie damals gespielt hat, natürlich im Schatten des Kaisers, aber doch jemand, der natürlich ihre Meinung auch kundgetan hat, finde ich völlig selbstverständlich und auch etwas, was der Kaiser sicher von ihr erwartet hat. Aber damit hat sie nicht die Entscheidungen getroffen. Und das ist natürlich etwas, was ihr immer wieder vorgeworfen wird, aber das entbehrt jeder Grundlage. Nach dem Scheitern der geheimen Friedensinitiative wurde Zita von der deutsch-nationalen Mundpropaganda nun als italienische Verräterin und Karl als ein den hohen Frauen welscher Abkunft ausgelieferter Pantoffelheld beschimpft. Das ist ja das Tragische, dass Karl und Zita, die ja maßgeblich daran beteiligt war, es geschafft hat, innerhalb von 2 Jahren diese unglaubliche Loyalität, die Kaiser Franz Josef gegenüber gegolten hat, zu verspielen, das Vertrauen der Bevölkerung in die Monarchie zu verspielen. Das war einfach auch ein Zeichen, dass diese Staatsform eigentlich keine Zukunft mehr hat. Und das war eigentlich so, man muss sagen, der Anfang vom Ende. Karl hat den Frieden gewollt und erntet noch mehr Krieg. Ab August 1918 bricht der Widerstand der österreichischen und deutschen Truppen an allen Fronten zusammen. Die unglaublichen Kosten bringen Hunger und Verarmung über die Bevölkerung. Ende Oktober erklären sich die Völker der Donaumonarchie innerhalb weniger Tage für unabhängig und rufen souveräne Einzelstaaten aus. In Wien wird die Abdankung des Kaisers gefordert. Die neue provisorische Regierung Österreichs ist bereits ohne seine Mitwirkung zusammengetreten. Im Handstreich wird dadurch der junge und unerfahrene Karl entmachtet. Trotz Zitas Bedenken unterschrieb Karl auf dringendes Anraten der letzten kaiserlichen Regierung eine Erklärung, in der er auf jegliche Beteiligung an den Staatsgeschäften verzichtet, nicht aber auf den Thron. Nun blieb dem Kaiser nichts mehr übrig, als sich zu beugen und, trotzdem der Druck enorm war für seine Abdankung, weigerte er sich. Im Gewissen konnte er es nicht tun. Er wusste, dass er der Betreffende war, der eventuell eine Rettung aus dieser argen Lage bieten konnte.
Damit dankte er nach eigener Auffassung nicht ab und hielt sich, von Zita bestärkt, nach wie vor für den Kaiser von Österreich. Er hat sich wirklich als Kaiser von Gottes Gnaden gesehen, der nicht abdanken kann. Zita ist diejenige, die eigentlich die Verhandlungen dann auch mit den Politikern, die gekommen, immer wieder vorstellig geworden sind, gesagt, es ist nicht mehr zu halten, Majestät, bitte, die Verzichtserklärung muss unterzeichnet werden, um auch einen Bürgerkrieg zu verhindern. Zita hat immer wieder gesagt, das kommt nicht in Frage, also da war sie die treibende Kraft, das zu unterbinden. Aber es hat gar keine Notwendigkeit gegeben, dass ich den Kaiser sage, er soll keine Abdankung machen. Er hätte es nie gemacht. Niemals. Er hat nur verzichtet, zeitweise, auf die Ausübung seiner Rechte. Das war alles. Und hat gewollt, dass dann jetzt, wenn dieser Krieg nun aus ist, dass sich die Völker zusammensetzen und dann nachher weiter verhandelt wird über die neue Aufstellung der österreich-ungarischen Monarchie, wenn Sie wollen, oder Land im Zentrum Europas. Am 12. November 1918 kommt es trotzdem zur Ausrufung der Republik. 640 Jahre Herrschaft der Habsburger kommen zu einem jähen Ende. Die kaiserliche Familie harrt in Schönbrunn aus, bis ihr auch die Leibgarde davonläuft. Erst dann willigt Karl widerstrebend ein, Wien zu verlassen, und sucht Zuflucht im Schloss Eckartsau. Wir blieben bis zum Augenblick, wo die österreichische Regierung erklärte, dass der Kaiser und die Seinen nicht mehr den Schutz der Regierung und der Republik hätten. Das heißt, dass wir infolgedessen vogelfrei waren. Die Briten zwingen Karl zur Ausreise, um der kaiserlichen Familie ein ähnliches Schicksal wie das der russischen Zarenfamilie zu ersparen. Wenn das nicht geschieht, geschieht dasselbe, was in Russland geschehen ist. Das heißt, die Ermordung, nicht wahr? Und das wollten sie nicht, das hatten sie nicht gemeint. Und daher in Fortsetzung dessen haben sie sich gedacht, wenn sie die ganze Familie rausretten, und es dann nachher wieder in Ruhe und Ordnung kommt, dass dann wieder Friede einzieht in ganz Zentraleuropa. Am 23. März 1919 reisen Karl und Zita mit ihrer Familie von Eckartsau ins Exil in die Schweiz. Das Überschreiten der Grenzen nach der Schweiz war ein außerordentlich bewegter Moment. Man verließ doch die liebe Heimat, und man wusste nicht, wann man je dort zurückkehren würde. Kaiser Karl, der bis dorthin die österreichische Uniform trug, solange er in seinem eigenen Land war, wechselte in einem Zivilanzug, weil in der Schweiz durfte er ja die österreichische Uniform nicht tragen. Es war für uns und für die Kinder ein Losreißen, das wirklich sehr schwer und das Herz sehr angriff. Trotz der großen Freundlichkeit, mit der wir aufgenommen wurden, konnten wir uns nicht trösten darüber, dass nun endlich der Abschied von der Heimat wirklich eingetreten war. Karls wichtigste Aufgabe in seinem Schweizer Exil ist die Wiederherstellung der Monarchie in Ungarn. Realitätsfern jagen er und Zita einer Illusion nach. Zwei Restaurationsversuche scheitern kläglich. Ich bin ausgestiegen aus dem Zug und da hat man gerade Verwundete hereingebracht, die von der Gegenseite waren, also von der Horthy-Armee waren. Und wie sie mich gesehen haben, haben sie mich gefragt, was ich denn hier tue. Und da habe ich gesagt, ich bin mit dem König zurückgekommen. Und da haben sie gesagt, aber da hat man uns belogen. Man hat uns gesagt, es sind die Tschechen, die hereinmarschieren, um Ungarn zu erobern. Daher haben wir geschossen. Es war einfach so, dass auch Ungarn eigentlich keinen König und vor allem keinen Habsburger mehr wollte. Die, wie alle ehemaligen Kronländer, waren die froh, dass sie einmal als selbstbestimmende eigene Nation
handeln und agieren können, die wollten keinen Monarchen und keinen Habsburger mehr. Das hat Karl aber nicht verstanden. Und so sind beide Restaurationsversuche eigentlich ja, ohne gröbere, sage ich jetzt einmal, Kämpfe gescheitert. Das Paar wird von der ungarischen Regierung gefangen genommen und in Tihany interniert. Der König wird abgesetzt. Die Entscheidung, was mit Karl und Zita passieren soll, wird von einer alliierten Militärkommission getroffen. Die Schweiz verweigert eine Rückkehr, London ergreift die Initiative. Der letzte Habsburger Kaiser wird an Bord eines britischen Kriegsschiffes auf die portugiesische Mittelmeerinsel Madeira gebracht. Die Bevölkerung empfängt den verbannten Kaiser und seine Frau Zita herzlich. Die Menschen in Madeira erleben das jugendliche Habsburger Paar als Attraktion. Kilometer von Europas Küste entfernt erfahren Karl und Zita Zuneigung. Sehr freundlich. Sie haben mir sogar einen Pass gegeben, damit ich zur Operation einer meiner Söhne zurückfahren kann in die Schweiz. Was ja wirklich sehr, sehr nobel von Ihnen war. Eine sonstige Erlaubnis hätte ich nicht bekommen. Und da sind wir dann die paar Monate geblieben. Dann ist diese spanische Grippe ausgebrochen, die sehr übel war. 1922 stirbt der letzte Kaiser mit nur 34 Jahren an einer Lungenentzündung. Da war sie die eiserne Frau. Es hat sie fürchterlich getroffen, selbstverständlich, aber sie hat einen Mut gehabt. Die hat Mut gehabt. Die hat es durchgestanden, weil sie das als Verpflichtung gesehen hat. Sie hat ein sehr, sehr tiefe Pflichtbewusstsein gehabt. Hat ja auch versucht, immer wieder uns einzureden. Mit Recht. Von Madeira übersiedelt Zita mit ihren 8 Kindern nach Belgien. Nach Karls frühem Tod übernahm Zita die Rolle der Verteidigerin der dynastischen Rechte ihrer 8 Kinder und baut ihren ältesten Sohn Otto zum habsburgischen Thronprätendenten auf. Die Erziehung ist die eines Thronfolgers, eines römisch-katholischen Monarchen. Auch nach dessen Großjährigkeit, mit der er zum Oberhaupt der Familie wird, unterstützt sie ihn tatkräftig in seinen politischen Ambitionen. Nun kamen die grauenvollen Tage der Besetzung Österreichs. Habsburg ist für Hitler das Symbol von Österreichs Unabhängigkeit. Die Besetzung nannte der NS-Diktator folgerichtig Unternehmen Otto. Diese Tage waren etwas Fürchterliches. Die Nachrichten kamen spärlich und immer schlechter und schlechter. Schließlich und endlich erfuhren wir, dass so und so viele von unseren Getreuen faktisch bereits in Konzentrationslager abgebracht worden waren. Die Habsburger waren ein Feindbild für die Nationalsozialisten. Eine wüste Verfolgungsjagd auf die ehemals kaiserliche Familie begann. In letzter Minute konnte Zita aus Belgien über Frankreich und Portugal in die USA fliehen. Mein Sohn Otto war inzwischen nach Washington übersiedelt, um in der Nähe von Präsidenten Roosevelt und mit ihm sich einzusetzen, um so viel wie möglich unserem Land zu helfen und zu schauen, dass keine Fehler gemacht werden. Im amerikanischen Exil lobbyieren Otto und seine Mutter Zita für die Wiedererrichtung Österreichs. Ein Ziel war eine mögliche Restaurierung einer Monarchie auf österreichischem Boden. Das glaube ich nicht, weil sie einfach eine Realpolitikerin auch war.
Sie war jemand, die hat gesehen, wie sich der Erste Weltkrieg entwickelt hat. Sie hat vorher schon gewusst, wie schwierig die Situation war. Sie hat das sehr, ich meine, eine hochintelligente Frau. Ich glaube, da unterstellt man ihr etwas, was ungerechtfertigt ist. Sie hat die Situation sehr gut erkannt. Sie hat die politischen Umstände gut erkannt und auch entsprechend analysiert. Natürlich hat sie immer gesagt, ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wenn die Situation anders geht und wir möglicherweise zurückkommen in irgendeiner Funktion, dass wir darauf vorbereitet sind. Aber das hat sie zweifellos nicht die Realpolitik vergessen lassen. Das wäre, glaube ich, etwas, was man ihr falsch unterstellen würde. Da gab es eine Zeit, wo man also sich überlegt hat von alliierter Seite, um Deutschland zu schwächen, einen Teil Deutschlands, also Bayern oder den katholischen Teil Deutschlands im Süden und Österreich zu einer Monarchie zu machen. Und das war etwas, was die Habsburger natürlich für sich beansprucht haben. Ist allerdings spätestens natürlich mit dem Kriegseintritt der Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg auf Seiten der alliierten Mächte vorbei, weil natürlich Stalin ganz sicher nicht so einem Projekt zugestimmt hätte, wo es eine Monarchie errichtet werden sollte. Also das war damit eigentlich zu Ende, diese Idee. Nach dem Krieg bleibt Zita eine Zeit lang in Amerika und übersiedelt dann in die Schweiz. Da sie sich immer noch standhaft weigerte, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben, bleibt ihr die Einreise nach Österreich weiter verweigert. Wie sie es uns, sagen wir, Enkeln gegenüber dargestellt hat, war so, dass sie immer gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass ihr, auch wenn es Exil gibt, weil das habe ich auch noch miterlebt, ich erinnere mich auch noch als Kind, an die österreichische Grenze zu fahren und zu sagen, ich darf dort nicht einreisen, da erinnere ich mich auch noch dran, dass sie immer gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass man kein negatives Gefühl den Österreichern gegenüber entwickelt. Es gibt natürlich Politiker, die eigenartige Entscheidungen treffen, aber das darf einem nicht zu einem negativen Gefühl gegenüber einem Land oder gegenüber den Menschen in diesem Land führen. Und deswegen, glaube ich, hat sie dieses positive Gefühl immer aufrechterhalten und auch in uns tatsächlich immer aufrechterhalten, in der Zeit des Exils. Und hat gesagt, natürlich, es gibt politische Entscheidungen, die verhindern, dass sie momentan einreisen darf, dass sie mit diesen politischen Entscheidungen nicht glücklich war und die nicht für richtig empfunden hat. Nein, das ist selbstverständlich. Aber trotzdem hat sie immer versucht, das positive Gefühl am Leben zu erhalten. Eine Versöhnung mit der Republik Österreich gelingt schließlich 1982, als die Ex-Kaiserin auf Initiative von Bundeskanzler Kreisky nach 63 Jahren endlich wieder österreichischen Boden betreten darf. Ich bin glücklich, dass ich mit allen zusammen jetzt hier in Mariazell unter dem Schutz der Mutter Gottes beten kann. Für uns alle, für das ganze Land, für das liebe, liebe Österreich, das ich endlich wieder betreten durfte. Und sehr glücklich darüber, ja? Sehr glücklich, wieder endlich in der geliebten Heimat zu sein. Wie sehen Sie dieses heutige Österreich? Mit großer Freude. Ja? Ich habe ja die ganzen Jahre habe ich alles verfolgt, was hier geschehen ist, was man hier getan hat, was man hier aufgebaut hat und so weiter und so weiter. So, dass mir nichts Neues war. Mhm. Ich habe Österreich gefunden, so wie ich es durch 63 Jahre von Jahr zu Jahr gesehen habe. Also eine sehr interessante Frau, die in vieler Hinsicht tätig gewesen ist, sie für lange Zeit die Idee der Habsburger Monarchie aufrechterhalten hat. Also das ist etwas, was man mit ihr verbindet. Sie hat also nicht jetzt, wie das für viele Habsburgerinnen getan haben, jetzt nur so ein, das spielt auch eine Rolle bei ihr, aber nicht nur ein Leben ausschließlich Frömmigkeit, Wohltätigkeit und so Repräsentation geführt, sondern war eben auch eine politische Frau. Sie ist sicher diejenige, die die Politik der letzten zwei Jahre der Monarchie, also die Regierungszeit von Kaiser Karl, maßgeblich nicht nur beeinflusst, sondern wirklich auch gelenkt hat und hat eigentlich Zeit ihres Lebens in dieser Vergangenheit, die nicht mehr Realität war, gelebt. Ich glaube natürlich, es gibt heute noch viele Leute, die sich an sie erinnern. Und sie war natürlich jemand, der historisch auch immer eine interessante Rolle dargestellt hat. Ich meine, wenn ich mir anschaue, zum Teil den Briefverkehr, den sie früher geführt hat, von der Zeit ihrer Verlobung über die Zeit als Kaiserin bis später dann im Exil mit der ganzen Frage, auch mit der ganzen politischen Fragen, die sich ergeben haben, mit der ganzen Frage des Wiedererstehens Österreichs als selbstständigen Staat, das für sie natürlich auch von einer ganz, ganz großen Bedeutung war. Während des Zweiten Weltkriegs auch natürlich die ganzen
Aktivitäten, die sie gesetzt hat, um vor allen Dingen auch österreichischen Juden zu helfen, ins Ausland zu entkommen, um dem Naziregime zu entgehen. Also das sind natürlich Sachen, die historisch nicht vergessen sind. Ich habe immer fest geglaubt, dass alles von Gott kommt, also von seiner Hand angenommen werden muss. Und infolgedessen ihm für alles, für das Gute und für das Böse zu danken ist. Und dieser Ansicht bin ich felsenfest heute und Gott gebe es bis zu meinem Tod, der wahrscheinlich nicht sehr weit ist.